Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Age of Empires 2 HD The Conquerors in der Kampagne von El Cid. Entschuldigung. Und wir sind in der letzten Mission Reconquista. Wir sind gespannt. Wir waren isoliert und gefangen in Valencia. Der Cid sendete sofort Nachrichten an potenzielle Verbündete aus. Es fanden sich aber nur wenige. Das christliche Königreich von Aragon war zu weit entfernt und König Alfonso von Kastilien schien es nicht allzu eilig zu haben, dem Cid zu Hilfe zu kommen. Selbst der alte Verbündete des Cid, Motamid de Maure, konnte nicht eingreifen. Yusuf hatte ihn in die Sahara verbannt, wo er den Rest seines traurigen Lebens damit verbrachte, Gedichte zu schreiben. Die Berber umkreisten die Stadt 10 Tage lang, kreischten und schlugen ihre Waffen gegen Schilde aus Flusspferdhaut. Der Cid jedoch beruhigte seine Männer, betete und plante einen Gegenangriff. Und dann geschah das Undenkbare. Während eines brillanten Überraschungsangriffs, dessen Ziel es war, Gold und Pferde von den Berbern zu erbeuten, wurde der Cid von einem verirrten Pfeil getroffen. Der Überraschungsangriff entwickelte sich zu einer wilden Flucht und die Männer des Cid konnten sich und den Verwundeten nur um Haaresbreite in die Burg retten. Rodrigo und ich wussten, dass er die Nacht nicht überleben würde. Aber wir wussten auch, dass die Soldaten von Valencia ohne den Cid als ihren Anführer niemals die Kraft haben würden, den Berbern zu widerstehen. So kam es, dass ich ihn, gerade als er seinen letzten Atemzug tat, auf sein Pferd Bavieca schnallte und ihm sein Schwert Tisson in die Hände gab. Bavieca stand hoch über der Stadt. Ich hoffte inbrünstig, dass die Männer die Scharade nicht durchschauen und erkennen würden, dass ihr Cid bereits tot war. Auch geil. So, besiegen Sie Yusufs 3 Heere, damit Valencia frei bleibt. Der Leichnam des Cids nahe der Burg muss unversehrt bleiben, damit das Volk in Valencia nicht bemerkt, dass es seinen Anführer verloren hat. Zum Beschaffen weiterer Rohstoffe ist nun, wenn Sie sich über die valencianische Festung hinaus ausdehnen, beschränken Sie sich zunächst darauf, in Spanien zu kämpfen. Später können sie versuchen, zu Yusufs Basis in Afrika hinüberzusegeln. Spanische Kriegsgaleonen sind mächtig. Sie sollten sie verwenden, wenn sie Yusuf in Afrika angreifen. Ach du Scheiße, da ist ja ein längerer Text, hä? Ihre Späher berichten, El Cid Rot verfügt über alle Gebäude, die ihr in Valencia benötigt, um rasch eine Armee ins Feld zu schicken. 3 Feinde lauern. Das Heer der Schwarzen Garde, schon wieder, Cian, die Marine gelb und Yusufs Elitegarde grün. Das Heer der Schwarzen Garde nördlich von Lens ist unmittelbarste Bedrohung. Es kann jedoch durch eine Reihe schneller Angriffe ausgeschaltet werden. Die Armee der Schwarzen Garde besteht vor allem aus Kamelreitern und berittenen Bogenschützen. Die Flotte der Schwarzen Garde befindet sich westlich von Valencia, kann allerdings auf dem Landweg erreicht werden. Die Marine verfügt über eine bessere Verteidigung als das Heer, kann aber auch frühzeitig angegriffen werden. Neben der Kavallerie verfügt die Flotte der Schwarzen Garde über einige Mönche. Aha. Yusuf stellt die größte Bedrohung dar. Seine Schiffe greifen Valencia möglicherweise bereits frühzeitig an und seine Festung in Afrika ist gefährlich. Yusuf bildet Kamelreiter, beritten Bogenschützen und Mönche aus, die er zusätzlich zu seiner Feuertiere und Kriegsgaleone herüber transportieren will. Gut. 65 haben wir. Haben aber schon einiges an So. Dann bauen wir hier das und machen da noch 5 und ihr auch. Okay, wir sind auf der letzten Stufe. Zack. Und ihr seid 1. So, 1 und 2. Okay, da war mal ein Weltwunder. Ich weiß nicht, warum das weg ist.
Gut. So, mal gucken, was da in dem Dorf sich versteckt. Ja, hier ruhig immer weiter ausbilden. Ich brauche jede Menge Leute. Kloster haben wir noch nicht, ne? Nein, noch nicht. Müssen wir dann gleich nachbauen. Du am besten. Bau da mal ein Kloster. So, greif da mal an, bitte. So. Ach komm! Alter, was macht ihr denn? Seid ihr zu doof, oder was? Oh. So. Einfach nur... Da. Eins, zwei... Warte mal. So. Greift den Bogenschützen nochmal an. Den kleinen Hundesohn. Zwei Mönche dürfen für den Anfang reichen. So, wir haben ja hier Schiffe, die schicken wir einfach mal hier hin. Und dann mit Position so halten, dürfte das einigermaßen gehen. So, das Heer ist noch nicht besiegt. Bis jetzt habe ich da ein Kloster gebaut, jetzt, da habe ich schon eins. Haha. Ich würde ja sagen, hier oben müssten noch welche sein. Weil anders kann ich mir nicht erklären, warum ich hier immer noch nicht so eine Reliquie ist ganz nice. Gut. Ach, guck an. Warte. Mach bitte die zuerst.
Okay. Oh, ha. Ja, das sind ein bisschen viele von denen. So, ihr seid mal meine drei. Ach komm, wie weit denn noch? Eure abgefuckte Reichweite, ey. Reuse erschöpft. Was ist das? Boah. Ist aber krass teuer. Ah, siehst du, wie ich gesagt habe, hier oben sind nochmal welche. Oh, Aufi. Komm. Oh, hier oben ist auch ein richtig hübsches Goldlager, ne? Frage, warum macht ihr das so kompliziert? Ja, du sollst da bleiben. Der soll da hin. Na gut, dann viel Spaß. Eigentlich solltest du da raus. Eins, zwei, drei, vier. Wir müssen mal gerade noch ein paar Häuser bauen. 1, 2, 4, 5, 6, 7. So, jetzt mal die Frage. So. Zu wenig Nahrung? Ja. Die Nahrung ist bei mir andauernd so knapp, ey. Ich weiß gar nicht mal warum. Du solltest eigentlich auch dahin. Also mehr als 100 wird es wahrscheinlich eh nicht, oder? Konstruieren.
Werden wir gleich erfahren. So. Dementsprechend ist hier unten natürlich das Lager von den kleinen Vollidioten. Ich habe nicht genügend Gold, um die weiterzuentwickeln. 300 Nahrung. Doch. Oh, geil. Ihr seid meine Truppen, ihr kleinen Scheißerchen. So, 105. Oh, geht doch weiter. Mal gucken, wie weit. Oh, du musst mir auch mal gerade den da reparieren und den da reparieren. Eins, zwei, drei, vier. Ah, da noch. So. Hier ein paar Schiffe. Gut. Dann gehst du mal auch wieder da hoch. So, endlich hier das mal auswählen. Das ist ja krass. Das geht ja immer weiter. Das kann ich aber nicht mehr entwickeln, ne? Nee. Bauen wir mal grad. Da einer hin. Da einer hin. Da einer hin. So, jetzt dürfte im Grunde alles einigermaßen vorhanden sein, ne? Ne, Steine. Steine müssen wir noch ein paar Leute abstellen. Okay, mehr als das geht nicht. Was wissen wir jetzt? Gut. Wir brauchen ganz, ganz viel Nahrung, Leute. Ganz viel Nahrung. Dann können wir das da entwickeln. Wir brauchen ja auch nicht jeden Scheiß, ja? Okay. Ach, das dauert eine Weile, bis das da fertig ist. Gut, dann können wir mit denen ja schon mal runterfahren. Okay. Also, ihr seid eins. Und ihr heilt die mal gerade.
Wisst ihr was? Komm, fahr mal da durch. Was? Dahin. Komm schon. So, ist die Frage. Boah, dauert das ewig mit euch. Ja, du kleine Sackratte. Du hast nichts zu tun. Dann mach dir mal ein Feld. Na. Ja. Jetzt haben wir echt fast gar nichts mehr zu fürchten hier auf dem Festland, ne? Eigentlich haben wir hier nichts mehr zu fürchten. Du gehst auch da hoch.
Und ja, komm, weil ihr gerade dabei seid, geht ihr auch noch da hoch. Haben wir irgendwelche Arbeitslosen? Nee, gar nicht, ne? Oh, da haben wir uns eine riesen Goldreserve gesichert, weil wir hier sind. Der hat immer noch nichts Besseres zu tun, als hier regelmäßig einmal vorbeizurennen, ja? Dann können wir hier, ja, im Grunde mal... Ach, die haben wir noch nicht. 1000 Nahrung, ja. Könntet ihr diesen einen Bogenschützen da gerade mal platt machen? Danke. Der wird sowieso wieder irgendwo hier was gebaut haben, was aussieht wie ein... Ah, doch nicht. Jetzt hat er dann endgültig aufgegeben. Gut. Dann bauen wir mal hier zwei Transportschiffe hin. Was brauchen wir denn für das Dings? Hat da ein Dorfbewohner hin. Zehn Plätze hat er. Kann man das noch ausbauen? Ja. So, wir sind ja schon in der letzten Stufe. Jetzt müssen wir eigentlich nur... Volle Sicht auf alles vom Gegner. Guck mal an, der hat eigentlich nur zwei Häfen. Drei Häfen, Entschuldigung. Da ist noch Gold. Ach, guck mal an. Verlorene Kinder sind hier. Nachdem du das repariert hast, oder warte mal, nee, wir lassen hier oben gerade irgendwie. Ah, da hat tatsächlich gerade keiner frei.
Lassme, remandar. Ich sehe alles, was du siehst. Turm des Leides. Ja, nee, ist klar, ne? Schon klar. Oh, da ist tatsächlich gleich die erste Reuse dann hinüber. Ist ja interessant. Nach 15 Jahren. Das brauchen wir, genau. Du könntest ja eigentlich schon mal dann hier gerade. Nur hier oben lassen wir mal wieder ein bisschen. Okay. Dann geht's hier auf. Das entwickeln. So, der landet die ja immer hier an. Also bauen wir mal hier eine Burg hin. Gut, dann könnt ihr da wieder. Und ihr wart Holz hacken. So. Da können wir auch nochmal 5 hinschicken. So. Das können wir auch noch gerade machen. Dann bauen wir. Bauen wir mal 5 von den. Yes, ey, du hast es geschafft. Ach, das ist er. Okay, 5 von denen. Das dürfte reichen. Können wir locker hier mal ein bisschen alles plätten, was hier so ist, ne? Dann holen wir die Dings da rein. Na. Oh, zu wenig Gold tatsächlich. So. Ihr wart alle Gold am Abbauen. Das könnt ihr im Grunde auch weiterhin machen. Geht aber nur dahin. Ihr wart gerade alle Stein am Abbauen. Könnt ihr auch weitermachen. Geht aber nur dahin.
So, 4. Warte mal. Ihr 4 geht mal dahin. Und ihr seid 5. So, 4. Angriff. 5. Dahin, um zu verteidigen. Alter, das kann nicht sein, dass deren Reichweite so krass hoch ist. Leck mich. Okay, das machen wir dann anders. Alter! Oh. Turm der Trostlosigkeit. Wahrscheinlich ein ähnlicher Abfuckturm sein, oder? Ja. Hä? Aha. Die haben da echt welche anlanden können, ja. Pisskopf, ey. Ach, der heilt sich auch noch nebenbei. Klar. Thank you.
Ja, das dauert dann natürlich ewig, diesen blöden Turm da kaputt zu machen. Wer lässt sich denn noch so ein Scheiß einfallen, ehrlich? Ein Turm, der einfach mal eine Reichweite hat. 13 plus 3. Boah, das war haarscharf. Ma! So ein Mist. Eine Reuse ist erschöpft. Okay. Du gehst mir mal auf diesen Turm da. 1670 Leben, ey. Also nicht nur, dass das scheiße ist, das Ding. Nein, es hat dann auch noch so unendlich viel Leben, ey. Kommen noch zwei Schüsse. Ah. Endlich. So, du auch noch. Keine Steine mehr hier. So war doof. Konstruiert. Kommt mal weg. Du kommst mal dazu. Echt. Ah, so, komm.
heran. Ich vergesse immer, dass ich die auf 5 gelegt habe. Naja, weiter, weiter, weiter. Dann da hoch. Und gerade noch hier den Hafen kaputt machen. Na dann, auf geht's, Leute, das ist euer Einsatz. So. Geht auch mal alle dahin. Gesundheit, danke. Ah. Kompletten Truppen mal kurz hier runter. Wir setzen nämlich über. So, die Rammböcke, die lasse ich mal gerade hier. Die sind mir nämlich ticken zu langsam. Na, die zwei Mönche noch. Und dann hier ausladen, bitte.
Ah, kommt. So viel ist ja hier nicht mehr zu machen. Produktionsstätten als erstes. Und zwar als allererstes die von den, genau, Kamelreitern hier, weil die nämlich am stärksten sind. Ah, wenn die einschlagen, kommen sie an. Ja. Zack. So, reitest du mir mal dahin? Ich dachte eigentlich, ihr seid die zwei. So. Dann mal auf da hinten hin. Oder eher gesagt dahin. Verfolg mal den. Verfolg du mal den. Lol. Yes! Wir haben Yusufs Armee besiegt. Dann jetzt noch den Abspann. Der Herbst des maurischen Spaniens war da. Die Berberarmee wurde geschlagen. Und Valencia widerstand der Belagerung. König Alfonso untersagte uns, den Cid zu begraben, bis er persönlich an dem Begräbnis teilnehmen konnte. Als er dann eingetroffen war, dachte er nicht daran, den Cid der Erde zu übergeben. Stattdessen wurde der Leichnam des Cid konserviert und in der Kirche neben dem Altar auf einem elfenbeinernen, von den Mauren erbeuteten Stuhl sitzend aufgebahrt, in kostbare Seide gehüllt, sein Schwert Tisson in der linken haltend. Und wer sollte nun Valencia regieren? König Alfonso von Kastilien oder Graf Berenguer von Barcelona? Niemals. Valencia ist mein. Ich, Ximena Diaz, beanspruche das Königreich meines toten Gemahls. Und wenn die Berber nach Valencia zurückkehren, werde ich es sein, die Soldaten von Rodrigo Diaz, El Cid Campeador, anführt.